Weiter, wir haben den Bunker gefunden, es muss schnell gehen. Eventuell wurden wir gesehen. Boah! Leute! Ist das gruselig. Alter, das glaube ich nicht. Guckt euch das Datum an. 22. Februar 1984. Hier sind noch die passenden Schlüssel. Ne? Ein paar fehlen, aber einige Zimmer sind noch zu haben. Wer möchte hier einchecken? Boah, was ist das denn für ein Raum? Guckt euch diese alte Tapete an. Hier steht Hilfe an der Wand. Und hier sind wir im Zimmer 666. Das Wartungszimmer. Ich habe gesehen, der Zähler steht gerade auf 666. Ach Quatsch. Ohne Spaß. Das Ding ist auf 666 stehen geblieben. 666. Das ist soweit. Ich hab mich verlaufen. Gerade mal wieder on Tour und suchen einen Bunker. Mal schauen, ob wir den heute finden werden. Beziehungsweise wissen wir, wo er ist. Aber der ist direkt an der Hauptstraße. Mal gucken, ob er auf ist, ob wir das Ganze erkunden können. Wir kommen jetzt hier aus dem Tunnel raus. Ja, die ganzen Spinnen, ne? Weißt du, wir haben den Bunker gefunden, es muss schnell gehen. Eventuell wurden wir gesehen. Und hier sind überall Spinnen. Boah, stinkt das hier. Huhu. Also kann sein, dass wir gleich rausgerufen werden. Ja, alte Maschinen, ne? Also wir sind in einer Art Hotelbunker hier. Krass, hier sind unterirdisch noch richtige Türen, ne? Boah, Leute, ist das gruselig. Guckt euch den Gang an. Es riecht leider absolut verschimmelt hier. Ich glaube, eigentlich sollte man ohne Gasmaske hier nicht rein. Ich weiß nicht, ob hier die Hotelzimmer damals waren. Sieht schon krass aus. Hier hätte man seine Schuhe stehen lassen. Und hier haben wir eine alte Zeitung. Oh Gott. Ein alter Kittel. Haben wir ein Datum hier? Da. Alter, das glaube ich nicht. Guckt euch das Datum an. 22. Februar 1984. Die ist uralte Zeitung. Krank. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich denke mal, wir wurden gesehen, als wir reingegangen sind. Und ja. Ich gebe Gas. Ich gebe mein Bestes. Ich schaue mich hier um. Ich glaube, ich bin auch gerade durch die Todesspinnen gelaufen. Waren einfach mal richtige Höllenspinnen. Und krass, dass der Bunker auf ist. Oh fuck, das geht noch mal weiter. Immer noch einen alten Teppich drin, ne? Man hat auch nicht, dass sie noch weiter geht. Okay, da oben ist es zu. Da ist zwar eine Tür, aber dahinter ist alles zugeschüttet. So, wir laufen jetzt mal die Stufen hier hoch. Müssen wir allerdings aufpassen, weil da hinten kommt Tageslicht raus. Und hier gibt es aber auch, boah, sind hier Spinnenleben. Das habe ich ja noch nie gesehen in meinem Leben. Weißt du, das kann ich gar nicht einfangen. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Ich kann leider nicht näher ran. Jetzt ist meine ganze GoPro vor Spinnenleben. Ach du Scheiße. Absolut krank. Ist auch wieder dieser typische Look, wie man es abblättert. Ich bin jetzt schon mega begeistert. Ich habe keine Ahnung, da hinten ist Urbex Insider noch am Start. Ich hoffe, er freut sich auch so. Man will unbedingt immer in den Bunker rein. Und danke für den Tipp. Derjenige, der mir den Tipp gegeben hat, weiß Bescheid. Hier war noch eine alte Zeitung. Nein, Leute. Der Zähler ist noch aktiv. Jetzt mache ich mir Sorgen. Das mache ich mir wirklich Sorgen.
Noch eine Art Kesselraum hier. Aber hier Rücklauf, Lufterhitzer, Vorlaufraum, Heizung, Vorlauf, Lufterhitzer. Boah, das sind richtig alte Öfen hier noch, alte Kesselöfen. Ein Waschbecken. Ja, krank. Wie gesagt, es schimpft sich Hotelbewohner hier. Ich habe den Hang zum Verlaufen. Ihr kennt mich. Guck mal, hier hat einer alles mit Bierdeckeln ausgelegt. Hier ist der Hauptschalter. Heizungszähler. Kraftzähler. Ich glaube, ich mach mal meine Media-Mod-Stufe höher für euch. So seht ihr, glaube ich, noch ein bisschen besser, ne? Und die Taschen einfach noch ein bisschen niedriger. Boah, da hinten ist es. Guck mal, geht auch noch mal so weit rein. Boah, was ist das denn für ein Raum? Guckt euch diese alte Tapete an. Ach du Scheiße. Und steht Hilfe an der Wand. Ich will hier nicht extra Drama erzeugen, es ist nur Farbe. Keine Sorge. Und wie gesagt, wir sind in einem alten Hotelbunker. Hier sind auch die passenden Schlüssel. Ne, ein paar fehlen. Aber einige Zimmer sind noch zu haben. Wer möchte hier einchecken? Guckt euch mal die gruselige Puppe an. Welche Blümchen. Also das ist bisher mal eine richtig, richtig geile Location. Alte Heizung. Und wo geht's hier lang? Gar nicht mehr. Okay. Über mir ist übrigens die Straße. Ich höre teilweise auch Autos. Und wir laufen jetzt einfach mal die Gänge hier entlang. Obwohl, kommen wir von diesem Gang hier? Es ist soweit. Ich hab mich verlaufen. So, hier haben wir noch eine Zeitung gefunden. Schauen, was wir hier für ein Datum haben. Da ist der 24. Oktober 1983. Ich hoffe, ihr seht's. Richtig krass. Ja, Urbex Insider ist übrigens auch am Start. Ich hoffe, er freut sich. Ich habe richtig Spaß jetzt. Und ich hoffe, wir werden nicht gleich begrüßt von den Arbeitern, die oben waren. Ja, das ist super, dass ich so bin. Guckt euch mal diesen alten Teppich hier noch an. Ist doch alles voller Teppich. Ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Von hier geradeaus und rechts, denke ich. Hier haben wir auch noch so einen richtig alten Teppich. Und ich glaube, der hat auch die Gerüche ordentlich aufgenommen. Ne? Das alte Waschbecken noch. Okay, ich weiß echt nicht mehr, wo wir herkommen. Ich glaube hier. Hinter mir ist die Straße. Da noch alte Schränke. Alte rote Schränke drin. Und hier haben wir auch einen Kalender. 1982. Da steht hier Wild, die Aktiven. Und ein Hundi und Katzi-Poster. Hier müssen wir aufpassen, hier geht es noch ein bisschen runter. Na, geht noch, ne?
Und hier ist auch noch ein Zähler. Tatsächlich ein aktiver Zähler. Das ist ja, glaube ich, eine richtig coole Location. Gucken wir mal, noch ein paar spannende Rollen finden. Mit einem alten zerstörten Spiegel. Ganze Glasscheiben liegen noch hier. Gut, hier ist schon ein bisschen PVC, ein bisschen moderner, aber hier sind auch alte Teppiche. Die rosa Wand. So, ich befinde mich jetzt in einem der alten Hotelzimmer hier in dieser Bunkeranlage. Und ich werde mal herausfinden, was hier alles gemacht wurde, aber ist schon ziemlich cool, ne? Bunker und Hotel, ja gut, du hast keine Fenster, du hast jetzt nicht den geilsten Ausblick, aber du bist safe. Also wenn hier irgendwelche Anschläge kommen oder sonst irgendwie was, du bist auf jeden Fall sicher an dem Ding hier. Und kleine Zimmer sind hier, kleine, aber feine Zimmer, alles noch ein bisschen älter. Ich habe schon Zeitungen mit der Datum gesehen, weil wie alt hier schon alles ist. Die Böden, die Teppiche zeigen euch auch, dass es schon einige Tage älter ist. So, natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, die sanitären Anlagen zu begutachten. Die Toilette. Ich packe mich auch drin. Bah, also hier hat jemand frisch rein. Nee. Hier hat jemand frisch die Toilette benutzt. Boah. Aber diese alten Teppiche, ne? Ich finde die unfassbar genial. Obwohl, das ist PVC. Das ist kein Teppich. Nur noch eine Garderobehalterung. Guck mal, die Tapete sieht hier allerdings recht frisch aus. Ist nicht so typisch, dass es von den Wänden bröckelt hier oder so. Ja, hier haben wir noch Kattis. Da oben auch. Und hier auch. Hier war auf jeden Fall ein Katzenfan. Das ist das Katzenzimmer, die Katzensuite. Gut, einige Zimmer sehen gleich aus. Hat aber so ein Hotel an sich, ne? Ich glaube, hier waren wir schon überall. Ich versuche euch jetzt noch so ein bisschen die Highlights zu zeigen. Oh Gott, da liegt ein toter Vogel auf dem Boden. Eine alte Schüssel ist hier noch. Also einige Türen sind zu. Und auf dieser Tür steht Kick Me drauf. Nein, das mache ich nicht. Das war wahrscheinlich der Wäscheraum hier, wo hier wurden alte. Ja, hier wurde die Wäsche aufgehangen damals. Und hier sind wir im Zimmer 666. Das Wartanzzimmer. Also irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl in dem Zimmer. Das sieht auch irgendwie ganz strange aus hier. Hier sollen zwischendurch Messen abgehalten werden, habe ich zumindest in der Gruppe gelesen. Ich weiß nicht, ob das Ganze stimmt. Wir haben eine Tür gefunden, da steht Satan dran und zur Nummer 666. Aber ansonsten ist noch nicht viel. Ich hab gesehen, der Zähler steht gerade auf 666. Ach Quatsch. Ohne Spaß, ich habe es auf Video. Ach Quatsch. Also wir sind am Arsch hier drin. Scheiße. Wir werden hier nicht mehr rauskommen. Ich habe gerade von Insider gehört, das Ding ist auf 666 stehen geblieben. Man sieht es nicht richtig, ne? Das ist zu hell, das ist zu dunkel. Wartet. Meine Media-Mod vielleicht. Da kann man das Ganze erkennen. 666. Das war's. Wir kommen hier nie wieder lebend raus. Boah, und das ist der absolute Schimmelraum. Guckt den euch an. Richtig, richtig krank. Aber hier könnte es auch schon gebrannt haben. Weil guckt mal hier in der Ecke. Ich weiß, da sind schwarze Socken. Aber da sind auch noch so eine Art Kohlebrocken oder sowas. Kaputte Zeitung, vielleicht so ein bisschen als Anzugmittel gedacht. Ja, und dann dieser typische Ruß noch an den Decken, so ein Misch zwischen Schimmel und Ruß. Und da wird man eine Glühbirne gehabt haben. So, und damit verabschiede ich mich auch von diesem Video. Ich hoffe, diese geile Hotelbunkeranlage hat euch gefallen. Ich fand es absolut klasse hier unten. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, Kommentar, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, ciao.